damit ein Weltraumtastisches Hallo. Schaut mal, wie cool. Ich bin heute einfach mal hier im Weltraum. Ich habe auch so einen richtig coolen Helm auf, damit ich hier im Weltall auch Luft bekomme. Und natürlich bin ich nicht alleine. Da hinten ist nämlich mein Freund, denn wir werden gleich einfach mal ein richtig krasses Mutanten-Weltraum-Mob-Battle machen. Und damit ich ihm auch zeige, dass ich heute gewinnen werde, werde ich dir direkt mal was zeigen. Das hier ist nämlich der Mond. Und auf dem Mond bin ich der Chef. Haha. Och Mann, wo hast du denn diese coole Fahne her? Oh ja, schau mal, wie cool die aussieht. Haha, ist das nicht lustig? Oh ja, jetzt weiß man, dass du der erste Spieler bist, der hier auf diesem Planeten war. Ja Mann, der Planet gehört jetzt Lumi. Wie cool. Okay, aber darum geht's heute nicht. Du weißt doch, wir machen heute ein richtig krasses Mob-Battle. Oh ja, ein richtig cooles Weltall-Mob-Battle. Es wird so cool. Oh ja, hier im Weltall. Ja, ich würde sagen, ich nehme mal meine Flagge mit rüber auf meine Seite. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Komm, wir spawnen direkt die ersten Mobs. Es gewinnt der, der heute die besseren Mobs hat. Let's go! Das werde ich sein. Oh ja, das werden wir ja sehen. Okay, ich bin jetzt auf meiner Seite angekommen. Und schaut mal, natürlich cheat ich wieder. Ihr wisst doch, Lumi muss immer ein bisschen pranken. Denn schaut mal, von meiner Seite habe ich einfach so eine riesige Glaswand. Und ich sehe einfach ganz genau, was mein Freund drüben macht. Aber natürlich sieht er von seiner Seite aus nicht, was ich mache. Denn das ist eine einseitige Glaswand. Und von der anderen Seite sieht man nur eine Steinwand. Das heißt, ich kann ihn jetzt einfach heimlich beobachten. Und kann dementsprechend auch immer die besseren Mobs platzieren. Okay, dann würde ich mal sagen, bist du bereit? Ich werde jetzt meine ersten Mobs spawnen. Okay, bei mir kann es auch losgehen. Ich überlege mal, was ich platziere. Okay, ich platziere auch mal meine ersten Mobs. Natürlich haben wir auch für das Video eine richtig coole Alien-Mod, mit der wir richtig coole Aliens spawnen können. Komm, wir spawnen mal das erste Monster. Mal schauen, wie das aussieht. Und was ist das denn? Einfach ein Weltraum-Alien-Villager. Habt ihr schon mal sowas Cooles gesehen? Das sieht ja mal hammerlustig aus, Freunde. Wow. Und warte mal, mein Freund spawnt einfach so rote Mars-Mutanten. Die kommen vom Mars. Okay, er hat aber richtig große. Ich glaube, dafür muss ich ein paar mehr von meinen Kleinen spawnen. Komm, wir spawnen einfach mal richtig viele von den Alien-Monstern. Okay, ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber ich würde sagen, wir wählen unser Team einfach mal aus. So, und dann würde ich sagen, bist du denn bereit für deine erste Runde, ha? Ich bin bereit und du wirst niemals glauben, was ich gespawnt habe. Diesen Mob habe ich noch nie gesehen. Das ist ein richtiger Alien-Mob, den kennst du sicher auch nicht. Oh ja, das werden wir herausfinden. Ich würde sagen, ich lasse die Wand runter in 3, 2, 1. Und die Wand ist unten. Angriff! Angriff! Und was hast du denn da gespawnt? Du hast Aliens gespawnt! Ja, Alien-Villager, aber... warte mal, ey! Warum greifen meine denn gar nicht an? Ey, die werden einfach alle weggeschmissen. Mann, ihr müsst schon angreifen, ihr Vollidioten. Guck mal, deine Mars-Monster, die schubsen die einfach so weg. Guck mal, einfach so, bam. Das gibt, glaube ich, den ersten Sieg für mich. Guck mal da hinten, zu viert gegen einen. Trotzdem gewinnt meiner. Freunde, ich muss schnell cheaten. Wartet ab, ich habe eine Idee. Und zwar werde ich mich einfach selbst schnell in so einen Alien-Villager verwandeln. Dann nehmen wir uns noch einen coolen Mob-Killer, mit dem wir alle Mobs killen können mit einem einzigen Schlag. Und dann bringen wir seine Mobs mal um. Der erste ist tot, Supi. Guckt mal, jetzt der nächste. Heimlich, still und leise. Weg mit dir. Was ist denn hier los? Ich habe nur noch zwei Stück. Deine sind ja doch voll gut. Ich sag doch, meine Alien-Villager sollte man nicht unterschätzen. Die sind nämlich wirklich gut, siehst du? Deine Monster sind gleich platt. Ich glaube, der eine hier ist mega OP. Der macht so krass viel Damage. Oh ja, natürlich, weil auch ich das bin. Aber das verraten wir ihm nicht, Freunde. Komm schon, der nächste. Weg mit dir. Jawohl, hol ihn dir. Och, Mann. Der OP-Alien ist wieder da gewesen. Och, Mann. Ja, also so wie es aussieht, sind keine Monster mehr von dir übrig, ha? Ach, Mann, das heißt, du hast die erste Runde wohl gewonnen, obwohl ich dachte, dass ich gewinnen werde. Es sah so gut aus. Haha. Okay, jetzt verwandeln wir uns mal lieber schnell zurück, Freunde. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Unsere Villager haben einfach nicht angegriffen. Die hatten zu sehr Angst. Aber wir haben es trotzdem gewonnen. Aber das dürfen wir ihm nicht verraten, dass wir gecheatet haben. Ja gut, dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter. Ich werde die Wand wieder hochlassen und dann gehen wir rein in die Runde Nummer 2. Oder was meinst du? Auf jeden Fall. Und dieses Mal werde
Ich gewinne, Lumi. Außerdem hör mal auf, hier überall deine Flaggen zu platzieren. Ab sofort ist das nämlich der Planet Lumi. Ha? Naja, ich würde sagen, der das Mob-Battle gewinnt, darf den Planet für sich beanspruchen. Oh, boah, das ist eine coole Idee. Ja, okay, dann würde ich sagen, ich habe die Wand wieder hochgelassen. Dann spawnen wir jetzt mal die nächsten Mobs. Ich habe schon welche. Haha. Boah, was könnte ich denn jetzt spawnen? Warte mal. Da hinten ist die Sonne. Wie wär's, wenn ich jetzt den Sonnengott spawne? Wow, das passt ja. Oh nein, Freunde. Er hat passend zur Sonne einfach einen Sonnengott gespawnt. Ich glaube, der ist mega stark. Er spawnt direkt zwei davon. Ich glaube, jetzt müssen wir komplett übertreiben. Wir brauchen ein neues Alien-Monster. Aber diesmal eins, was auch wirklich angreift. Okay, was ist damit? Ein Alien-Zombie. Vielleicht können wir ihn damit zur Strecke bringen. Oh, was ist das denn? Das ist ja wirklich ein richtiges Alien. Boah, ich glaube, damit könnten wir auf jeden Fall eine Chance haben. Boah, wisst ihr was? Davon werde ich richtig vieles spawnen. Boah, kommt her, meine Alien-Zombies. Ja, die werden bestimmt meinen Freund aufhalten. Das wird supi. Okay, ich würde sagen, wir lassen die Wand gleich runter und dann kann der Spielspaß auch schon beginnen. Okay, dann würde ich sagen, bist du bereit? Ich lasse die Wand runter in 3, 2, 1 und let's go! Hey, wow. Was hast du denn da gespawnt? Das sind Alien-Zombies und guck mal, die greifen alle dein Monster an. Komm schon, schießt. Die schießen so Alien-Bälle, schau mal. Oh nein. Ach du grüne Neune. Nicht mehr viele Leben. Komm schon, Männer, ihr müsst angreifen. Ja, der erste ist gleich tot. Es wird richtig knapp. Komm schon, macht ihn platt. Sonnenherrscher werde ich doch mal. Yay, guck dir diesen Sonnenstrahl an. Wir werden gewinnen. Nein, der erste ist weg. Jetzt ist der nächste dran. Ja, macht ihn fertig. Alien-Zombies, schießt alle weiter. Sonnenstrahl, wie cool war das denn? Ja, jetzt schau mal. Was? Was hat er denn gemacht? Eine Monstersonne. Egal, komm schon, das wird echt richtig knapp diesmal, Freunde. Was denkst du, wirst du gewinnen oder werde ich gewinnen? Ich werde gewinnen, jawohl. Was ist denn hier los? Das habe ich noch nie gesehen. Komm schon. Nein. Komm schon, die letzten Zombies, macht sie platt. Ich glaube, ich werde gewinnen. Komm schon. Oh, ja. Wirst du nicht. Ja. Freunde, wir müssen schnell eingreifen, aber nicht verraten. Passt auf. Hat niemand gesehen. So sehen Sieger. Hä? Ja, so sehen Sieger aus. La 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 la. Lumi hat gewonnen. Jetzt würde ich sagen, stell ich hier meine Flagge auf und deine kommt runter. Hier ist Lumi. Das tut aber weh. Sieh nur zu, in der nächsten Runde werde ich gewinnen. Da werden dir überall rote Flaggen sein. Da kannst du dir sicher sein. In der nächsten Runde, ja. Du hast jetzt schon zwei Runden am Stück verloren. Oh Mann, aber bitte, wir dürfen ihm nicht verraten, dass wir pranken, Leute. Wenn ihr das für euch behalten könnt, lasst mal ein Like da. Dann weiß ich, dass ihr mich nicht verpetzt. Gut, okay. Ja, ich würde sagen, ich gehe wieder auf meine Seite. Und dann lasse ich die Wand mal wieder hoch, ja? Okay, die Wand steht wieder. Jetzt muss ich fragen, bist du denn bereit für die nächste Runde, ha? Oh ja, natürlich bin ich bereit. Und jetzt wird es langsam mal Zeit, dass ich gewinne. Ich liege schon 2-0 hinten. Oh ja, also ich habe schon richtig coole Monster. Schaut mal, Freunde, ich habe einfach so Geister. Richtige Alien-Geister. Ich glaube, die können sogar durch die Wand durchfliegen, wenn sie wollen. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Okay, beeile dich lieber, meine Monster greifen dich sonst jetzt gleich schon an. Oh, der erste ist schon drüben. Schaut mal, wie cool. Cool. Wow, ich glaube, ich habe meinen Mob gefunden. Den habe ich ja noch nie gesehen. Damit werde ich auf jeden Fall gewinnen. Let's go. Oh, er hat echt starke Monster. Leute, wir müssen ein bisschen nachrüsten. Okay, mein Team ist ausgewählt. Dann würde ich sagen, ich lasse die Wand runter. Angriff! Kommt schon, Roboter, holt euch die. Was sind das? Sind das Weltraumgeister? Das sind Weltraumgeister, ja. Oh, hey, warte mal. Hey, Geister, macht doch was. Kommt schon, greift an. Die greifen sich gegenseitig an. Haha, schau mal da drüben. Hey, Geister, nein, ihr müsst was machen. Freunde, ich muss mich als Geist tarnen. Komm schon, schnell, Leute. Wir verwandeln uns heimlich in einen Geist. Das fällt gar nicht auf. Ich bin nur ein Geist. Ich bin nur ein Geist. Weg mit dir. Wow, was ist denn das für ein OP-Geist hier? Der macht ja alle im Nu kaputt. Also ich glaube, so wie es aussieht, hat ein Geist von mir überlebt und er hat all deine Monster besiegt. Na, na, na. Wow.
Der muss ja einen Stärketrank drin gehabt haben, sonst kann der doch nicht so stark sein. Natürlich kann er das. Oh, das war echt knapp, aber auch richtig cool. Schaut mal, ich habe einfach wieder geprankt. Wir haben wieder gewonnen, wie lustig. Ja, ich würde sagen, ich lass mal wieder die Wand nach oben. Okay. So, da ist ja die Wand wieder. Okay, dann würde ich sagen, steht es ja aktuell 3:0 für mich. Haha. Ach Mann, 3:0. Ich muss die nächste Runde gewinnen, sonst habe ich keine Chance mehr. Und ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das machen könnte. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Ich würde sagen, Freunde, wir gehen zusammen in die nächste Runde. So, jetzt wo die Wand wieder steht und ich mir auch direkt mein nächstes Monster ausgesucht habe, würde ich sagen, bin ich direkt bereit, um die nächste Runde zu gewinnen. Ihr glaubt gar nicht, was ich für ein cooles Alien-Monster diesmal rausgesucht habe. Das passt wirklich perfekt zum Weltall. Und zwar ist das einfach mal ein Mutanten-Enderman. Boah, sieht der nicht abgefahren aus? Ich meine, das passt perfekt zu einem Mutanten-Mob-Battle. Die können sich teleportieren, haben richtig große Hände und machen sehr, sehr viel Schaden. Und was spawnt mein Freund? Irgendwelche komischen viereckigen Boxen. Da bin ich ja mal gespannt, ob er gegen meine Mutanten mithalten kann. Ich würde sagen, ich wähle meine Teams aus und dann kann der Kampf beginnen. Die Wände gehen nach unten. Angriff. Let's go. Und was hast du denn gespawnt, Mutanten-Endermänner? Was hast du denn gespawnt? Irgendwelche viereckigen Boxen? Naja, schau dir mal an, wie krass die sind, die Boxen. Das sind ja Schalker-Boxen. Guck mal, meine Mutanten-Endermänner spawnen ganz viele kleine Endermänner. Guck mal, die teleportieren sich die ganze Zeit. Oh, Mann, ich wie crazy hier sieht das aus? Schau das mal. Das sieht richtig krass aus. Wow. Aua, was war das? Was so? Warte mal, wo sind unsere Monster hin? Ich glaube, es hat richtig geknallt gerade, Lumi, und irgendwie. Willst du mir sagen, dass das vielleicht der Urknall war? Das könnte sein, aber ich bin mir nicht sicher. Das bedeutet ja dann, dass die Runde unentschieden ist. Boah, wie viel steht's denn dann? 4:1? 4:1 für mich. Ach, Mann. Ja, eigentlich, ich hätte das sowieso gewonnen. Meine Mutanten-Endermänner waren sowieso viel stärker als deine Monster. Nee, das stimmt nicht. Ich hätte gewonnen. Das können wir ja sehen, wenn wir die nächste Runde machen. Glaub mir, da werde ich gewinnen. Niemals. Okay, ich bin wieder auf meiner Seite. Dann überlege ich mal, was könnten wir diesmal für Mobs spawnen? Okay, ich habe mich für einen Mob entschieden. Und glaub mir, das ist mit eins der stärksten Weltallmonster aller Zeiten. Und zwar ist die Rede von dem Voidmaster. Glaub mir, der ist so riesig. Oh, der muss sich nicht mal groß bewegen. Der hat einfach eine ultimative Schallwelle, die alle Mobs in der Umgebung ausschaltet. Ich werde ihn mal spawnen. Und dann wisst ihr, von was ich rede. Okay, dann würde ich sagen, macht euch bereit. Ich spawn das Monster. 3, 2, 1 und zack. Oh, da ist der. Der Voidmaster. Ich sag doch, das stärkste Weltraummonster. Guckt euch das an. Ich glaube, dagegen wird er keine Chance haben. Das Monster ist so riesig. Das kann von niemandem aufgehalten werden. Ich sag ja, das Monster ist einfach ein schwarzes Loch, was alles in sich hineinsaugt. Okay. Also, ich sag dir, ich hab meinen Mob. Ich brauche nur ein einziges. Wie sieht's bei dir aus, ha? Ich glaube, ich hab jetzt einen Mob. Aber mit dem wirst du niemals rechnen. Dann wirst du keine Chance haben. Hey, wartet mal. Das ist verboten. Das ist gegen der Spielregel. Man darf keinen Mob doppelt spawnen. Er spawnt einfach meine Alien-Zombies. Ha, egal. Soll er auch cheaten. Er wird sowieso keine Chance gegen den Voidmaster haben. Ja, weißt du was von mir aus? Platzier doch, was du willst. Ich glaube, das ist jetzt sowieso dein Ende. Bist du denn bereit? Ich werde die Wand jetzt runter machen. Warte mal, ich bin bereit zum Gewinnen. Mach die Wand runter. Oh ja, die Wand wird runtergelassen. Genau jetzt. Angriff, Voidmaster. Oh ja, komm, schieß deine Raketen. Schaut mal, er wirft irgendwelche giftigen Oxide oder irgendwas. Ich glaube, das hält die Monster fern. Die trauen sich gar nicht anzugreifen. Was ist denn los? Warum trauen sich deine Monster dann gar nicht anzugreifen? Da ist einer, da ist ein Mutiger. Komm, schnapp dir den Voidmaster. Du kriegst ihn, du kriegst ihn. Ja, greif doch schieß an. Ihn ab. Der wird nicht lange überleben. Natürlich. Komm schon, Alien. Siehst du,
Er ist gestorben, mein Voidmaster. Der schickt irgendwelche Schallwellen zu den Monstern. Schon. Ja, der nächste ist auch tot. Supi, machst du das? Du bist der Beste. Was ist denn los? Es leben gar nicht mehr so viele von deinen Monstern. Sterben die etwa, weil sie Angst vor dem schwarzen Loch haben? Hä? Ich glaube schon, irgendwas macht dieses Voidmaster. Keine Ahnung, irgendwelche Wellen oder sowas. Sag doch, er ist der Stärkste. Oh, ich glaube, jetzt redet er richtig frei. Er macht richtig viele Geräusche. Das wird deine Monster bestimmt abschrecken. Was ist denn? Mann. Warte mal, sind etwa all deine komischen Alien-Zombies verschwunden, ne? Sei ruhig, lass mich in Ruhe. Ja, ich sag dir ehrlich, also, ich hätte mir echt für dich gewünscht, dass du eine Runde gewinnst, aber ich glaube, mein Voidmaster war einfach zu stark. Deine Monster haben sich ja nicht mal getraut, richtig anzugreifen. Ja, schau dir doch mal dieses Monster an. Da möchte niemand gegen kämpfen. Das sieht so gefährlich aus. Oh ja, ich sag ja, meine Mobs sind einfach die stärksten. Was hältst du davon, wenn wir eine letzte Entscheidungsrunde machen? Bist du dabei? Natürlich nehme ich deine Herausforderung an. Möge der bessere gewinnen. Und das bin ich. Ja, der Gewinner bekommt den Planet hier. Dann würde ich sagen, auf geht's in die letzte Runde, Freunde. Lass doch mal ein Like da, wir müssen das gewinnen, kommt schon. Okay, ich habe mich jetzt auch direkt für ein letztes Mob entschieden. Das wird ihn, glaube ich, richtig überraschen. Und zwar werde ich einfach mal den Enderdrachen spawnen. Ihr wisst, normalerweise kann man den nicht spawnen. Gegen den kann man nur im End kämpfen. Aber ich habe ein ganz besonderes Spawn-Ei, mit dem ich den Enderdrachen spawnen kann. Deshalb würde ich sagen, schnallt euch an und schaut euch das mal an. So, einfach der Enderdrachen, passend zum Weltall. Ist das nicht krass? Aber da reicht einer nicht. Wir brauchen einen zweiten Enderdrachen. Und noch einen dritten Enderdrachen. Boah, weißt du was? Meine Monster sind so stark, du wirst keine Chance haben. Was ist denn bei dir da drüben los? Ich höre hier nur irgendwelches Gegröhle. Was hast du denn gespawnt? Das wirst du gleich sehen. Ich würde eher sagen, dass ich jetzt mal die Wand runterlasse. Okay, ich bin bereit. Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Angriff, meine Ender-Draggies. Ja, flieg. Du grüne Neune. Kommt schon, ihr Magier. Holt sie euch. Was hast du denn für langweilige Monster gespawnt? Das sind Weltraummagier, die sich teleportieren können. Aber sich verwandeln. Guck mal, meine Drachen machen deine Magier ja ganz einfach weg. Komm, beiß sie. Boah, die fliegen ja richtig weit weg. Guck mal. Niemals. Kommt schon, klont euch, Illusioner. Klont euch. Warte, die klonen sich ja wirklich. Das werden ja immer mehr. Egal. Enderdrachen sind stärker. Oder was meint ihr? Kommt schon weiter, Enderdrachen. Kämpf. Kommt schon. Supi, machst du das? Ach Mann, gebt mal Gas jetzt hier, Männer. Ihr macht nichts. Ja, yippie. Ja, super macht ihr das. Es werden immer weniger. Oh Mann, ich darf nicht verlieren die letzte Runde. Die fliegen alle so weit weg. Der nächste ist gestorben. Und wieder weg mit euch. Gut macht ihr das, Enderdrachen. Immer weiter. Die letzte Runde gehört mir. Der ganze Planet wird Lumi gehören. Niemals. Auf geht's. Männer, macht doch was. Ihr habt doch so starke Pfeile. Warum treffen die denn nicht? Oh, mein Enderdrachen, der kümmert sich. Oh, der schießt sie einfach zur Seite. Ach, Mann. Komm schon. Gut machst du das, Enderdrachen. Weiter, schubst sie alle zur Seite. Niemals. Gebt doch nicht so auf. Macht doch jetzt noch mal was, Männer. Weg damit. Mann. Er hat die eine Gruppe fast aus dem Raum geschossen. Und die nächsten sind auch weg. Nein, nur noch eine Gruppe gibt's noch. Kommt schon, macht euch zu Legenden. Yeah! Yippie! Lumi! 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 Ja, also, ich will nichts sagen, aber du weißt, die letzte Runde habe ich gewonnen. Unsere Abmachung zählt. Der Planet ist jetzt meine! Ach, Mann, aber Glückwunsch zum Sieg. Du warst der bessere Spieler. Oh ja, sehe ich auch so, Leute. Es hat mega Spaß gemacht, ein Weltraum-Mutanten-Mob-Battle zu machen. Wenn euch das auch so gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und schaut euch die zwei Videos hier neben meinem Kopf unbedingt noch an. Und jetzt würde ich sagen, ein weltraumtastisches bis zum nächsten Mal.